choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ich weiß nicht, ob ich das Let's Play. Willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja. In der letzten Folge haben wir weiter hier gemacht. Mann, hier ist gar keine Musik. In der letzten Folge haben wir hier weitergemacht im neuen Gebiet, wie auch immer das nochmal hieß. Ach, ich habe noch gar nicht auf Deutsch umgestellt. Oh, wie peinlich. Weil normalerweise spiele ich das Spiel mal auf Englisch, ne? Deswegen. Aber ich hier halt aufnehme, ne, dann wäre natürlich besser auf Deutsch, ne? So. Sorry. Ja, wir sind hier weiter in der Story von Honkai Star Rail, wo wir hier weiter mit Glühwürmchen durch diese Gegend hier rumrennen, ne? Wir sind, glaube ich, so gut wie am Ende von diesem Gebiet, glaube ich. Traum eines Kindes, ne? Ich glaube, hier ist eine Truhe gewesen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oder hier ist irgendwie ein Raum gewesen, keine Ahnung, irgendwas war da. Ich bin da ein bisschen rumgelaufen, aber nichts gefunden. Und ja, ich muss mich mal ranhalten, weil die ganzen Events hier, die laufen alle in ein paar Tagen ab. So, 7 Stunden, 7 Hours und 26 Minuten. Alles klar, so steht das da. Die ganzen Sachen laufen ja alle nach und nach ab, ne? Wäre schon gut, dass das Spiel alles, so was man schon erledigt hat, so nach unten anordnet, aber ja, da läuft alles in ein paar Tagen ab und ich muss mich mal ein bisschen ranhalten. Lass mal düsen mal so ein bisschen durch die Story dieses Mal, ne? Und als andere Optionale muss ich dann halt offscreen machen, ne? Also wisst ihr Bescheid. Ich habe ein paar Vögel offscreen gefunden und gesucht. Ich glaube, in einem Gebiet habe ich sogar schon alle Vögel. Was ich bekommen habe, sind irgendwie so Punkte hier für diese Turmuhr. Diese Uhr, war Turmuhr. Ja, aber es ist so eine Art Turm und so eine Uhr. Also diese Statue von diesen Uhrtypen, ne? Und ja, die habe ich aber schon maximiert, also die Punkte dafür brauche ich nicht. Angeblich muss ich, glaube ich, in der Story weitermachen, um die weiter leveln zu können. Also dann kann ich die halt noch später da reinpacken. Aber ja, kümmern wir uns nicht darum. Kümmern wir uns erstmal um die Story und gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben diese Puzzles gemacht und können jetzt die Tür öffnen, wenn ich mich irre, ne? So, guck mal, was hier noch alles so passiert. Was hier los? Das ist eine Tür, ein Aufzug. Mal wissen, was hier noch ist. Das ist so still hier gerade. Ich habe so ein Gefühl, kommt gleich irgendwie was. Das ist sehr verdächtig. Ja, wo eine Truhe ist, da muss auch, die muss auch geöffnet werden, ne? Jemand des Schatzes. Wow. Da. Unbekanntes Puzzleteil. Okay. Verwirrung. So, ich weiß übrigens, ich habe übrigens immer noch den letzten Part hochgeladen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, obwohl wir hier schon, wo ich hier so ein, zwei Tage später hier wieder aufnehme als zum letzten Part. Okay, ich hab mal ausprobiert. Mich gewundert. Ja, hier geht's zurück, ne? Wer geht mal nach oben als erstes? Oh. Was ist hier? Wow. Was war das gerade? Ich glaube, wir sind resettet, ne? Ja, guck mal hier. Du. Oh, wird das ja ein Horrorspiel irgendwann? Oh. Gehen wir hier lang. Oh. Oh Mann. Wir sind schon wieder hier. Musik wird immer schwer. Wir gehen nach unten links diesmal.
Na, oh Mann. Oh ja, kann ich zurück? Kann ich ja ganz zurück oder komme ich dann wieder? Nein, ich konnte sogar hier nicht mehr raus. Immer mehr Fernseher. Oh Mann. Wow. Ah. Sind wir in der Matrix? Oh, das ist mein Baseballschläger. Oh Gott, was ist das? Ist das ein Boss? Oh Mann. Ich habe mich nicht auf den Bosskampf eingestellt. Gott. Ich habe ein sehr komisches Team genommen auch noch. Oh, ich kann den gar nicht schwächen. Cool. Er hat Feuer und Wind. Ich habe nichts davon. Cool. Ja. Ich habe mal ein paar Charaktere, die wir noch nicht benutzt haben, hier reingepackt. Ne? Hier mit Sushang. Sie hat ein riesiges Hühnchen. Ich glaube, mich habe ich den erledigt. Okay, ich muss mal angreifen, leider. So, wen power ich denn hoch? Gute Frage, ne? So schön, ne? Gib mir mal ein paar kritische Treffer. Ich muss natürlich Silberwolf wieder rausnehmen, die eine Schwäche hier reinpacken kann. So. Nee, ich hab Wind. Ja, sie ist die einzige, die Wind. Oh, ich hol dir mal meinen Riesenhammer um die Ohren. Dösch. Aber den. Aber in der Story sind meistens die Storybosse ein bisschen einfacher. Tritt den Sonnenuntergang ein. Was bedeutet das? Einfach Sonnenuntergang gestampft wird. Okay, was bedeutet das? Kann ich nachgucken? Ich denke, einfach Sonnenuntergang wurde gestapelt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gott, oh Mann, was ist hier los? Ach, jede Aktion, die ich mache, gibt denen irgendwie eine Stapelung. Was macht das? Oh nein, ich glaube, ich bin tot. Traumtot. What? Oh, sie ist da gefangen. Oh Mann. Oh, ich kann nicht beide heilen. Ich nehme an, sie ist da nur am Leben, ne? Ich kann sie befreien irgendwie so. Oh Mann. Einen ewigen Wunsch zerstören für vom Traumpunkel. Damage over time, ja, habe ich nicht. Cool. Ja, super. Ich glaube, diesen Kampf werden wir nicht beim ersten Mal schaffen. Weil ich so ein sehr merkwürdiges Team ausgewählt habe. Energie bitte. So. Wenn wir deinen Hammer um die Ohren werfen. Wir sind schneller. Green. So, jetzt kriegen wir dich. Ich ziehe nichts ab, ey. Nein. Oh, der greift die sofort an. Boah.
Mit dem Team werde ich das nie im Leben schaffen. Tritt in den Sonnenuntergang ein. Boah, der macht der halt ja schon wieder. Was soll ich da machen? Ich kann dich nicht angreifen, also. Ich kann den ja machen. Boah. Der könnte ein bisschen nervig werden dann. Sind das Damage over Time? Nee, nee. Nee. Ich tu mal hier vorspulen, ne? Sonst dauert das hier ewig. Okay, wir können den auf jeden Fall schaffen, aber es wird ein bisschen dauern. Solange der nicht stärker wird oder so. Warte mal, ich krieg ihre Energie voll. Kriegen wir unsere Energie voll, wenn die gefangen werden? Also solange hat alles ist, was der macht, ist das noch chillig, ne? Aber er hat eine zweite Phase, das sieht man da oben an den zwei Punkten. Über seinen Lebensbalken, ne? Weltboss haben immer mehrere Lebensbalken oder Phasen. Der macht halt echt jetzt jeden Zug, ne? Ja, das ist die dritte Person. Das ist ja nur meine Heilerin dann, ne? Dann gehe ich raus mit einem Bang. War die letzte Person, ne? Bei ihr ist ehrlich gesagt nicht so schlimm, finde ich. Also warte, ich spare mir noch auf. Perfekt. Aber Folgeangriffe sind natürlich gut. So, einmal kurz. Alles wegfeuern. Einfach alles wegfeuern. Wow. Muss ja mir schon mal begegnet. Da können wir gar nicht bekannt vor, wie ich. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Feuer alles drauf. Ich habe auch nichts. Ich habe dir nur einmal den Schild hier geschwächt bisher. Das ist alles, was ich hier gemacht habe bei dir. So, wer ist denn dann dran? Ja. Aber oh, warte mal, wenn ich normal angreife, dann ist sie gleich gefangen. Egal. Da kann ich ja gar nicht am beeinflussen. Der Hertha ist jetzt gefangen. Oh, das ist ein bisschen nervig. Ah, ist ein bisschen nervig. Wäre so viel einfacher. Ich hätte ja Topaz, Blade, hätte ich ja alle reinpacken können. Ja, Damage over Time wäre auch gut, aber habe ich nicht. Also ich habe nichts gegen das Ding, was hier gerade effektiv ist. Das ist ja gleich wieder. Jetzt halt gleich wieder eine. Oh Mann. Oh Mann. Wie viel hat er jetzt? Eine. Ne. Komm her. Ich will jetzt jeden Zug anschauen, ne? Ach, schnell, nein. Der scheint ja auch irgendwie nicht hoch zu buffen. Das machen normalerweise Bosse so als Bestrafung dafür, dass der Kampf so lange dauert. Ne? Du setzt das schon wieder ein. Ich habe die noch nicht mal befreit. Halt dich mal ab. Okay, warte mal, zählen Ultimates auch als Aktion. Ja.
Oh Mann. Boah. Okay. Ich habe mich schalte den irgendwie so als Boss frei oder so. Da kann ich den mal noch mal machen. Nur halt irgendwie mit einem stärkeren Team. Gar keine Probleme hat. Ja, so, ich muss den Kampf auch gar nicht gewinnen wegen den ganzen, was hier gerade gesagt wird. So, das klingt irgendwie so, als würde er gleich irgendwie abhauen oder so. Ja, nachher mache ich das. Sie bekommt einen Zug, wenn sie ihre Ultimate einsetzt, und sie war schon am Zug, also da war jetzt voll Verschwendung. So. So, einmal alle heilen außer dich. Einmal Energie hoch für alle. Das ist voll übersichtlich, ne? Ah. So, aber die kriegen immer ihre Energie voll, nachdem sie das gemacht haben, ne? So, dann tue ich dich mal vorspulen, bevor du ja gezogen wirst. Aua. Ja. Ja. Finde ich gut, dass sie immer angreift danach. Wenn man beim Gegner 50% ihrer AP unterschreiten, greift sie einmal an. Und das Ding hat nur so 5 HP oder 5 Treffer oder irgendwie sowas. Von daher ist das irgendwie lustig. So, ich würde gerne die zweite Phase hier weghauen. Einleiten, bevor wir weitergehen. Er hat noch nicht mal gereicht. Ja, aber das gibt's nicht. Da irgendwas passiert. Ja, ich wusste, wir müssen den Kampf nicht gewinnen. Was? Nein. Was ist denn da passiert? No. Freund. Katalysator von Genshin. Ah, sieht so ein anderes Mädel von der Gacha. Vor dieser Gacha. Oh Mann. So. Ja, zwei von unseren Charakteren sind gefangen. Okay, schwarzer. Oh, nenn mich schwarzer Schwan. War in der Erinnerung. Genau so heißt sie. So, und jetzt ein Angriff. Anscheinend. Ja, oh, das hat es jetzt nicht so gebracht. Ich nehme an, das soll ja, um die Dinger zu brechen, zu sein irgendwie, aber ich kann mit niemanden die Dinger brechen außer meiner Heilerin. Oh. Ah, okay. Ja, das haben auch einige Weltbosse. Die haben so super Angriffe, die man noch auslösen kann. Einer Bosse, der Bosskampf gegen Kokolia, erst man zum Beispiel so einen riesigen Roboter, eine riesige Faust aus Stahl, ob sie ihn niederprasseln lassen kann. Das ist übrigens der Bosskampf, von dem das Intro-Lied herkommt hier. We made a choice, go fight against. Ja, da kommt das Lied nämlich, ja, aus dem Bosskampf. Ja, ich sollte mal wieder vorspulen. Ja, jetzt wird der Kampf ein bisschen einfacher, ne? Wo wir schwarzer Schwan auf unserer Seite haben, ne? Ihre Gacha habe ich, glaube ich, komplett geskippt, weil ich halt wusste, dass Sparkle als nächstes kommt. Deswegen konnte ich mir nicht leisten, bei ihr zu spielen. So, ich muss uns hier heilen. Ja, alle. Bonk. Ja, das macht den Kampf auf jeden Fall einfacher. In die Mondnacht, was? Die Nacht ist angebrochen. Zwei Figuren, die aus eigener Initiative handeln, werden fixiert. Okay. Also die nächsten beiden, die jetzt angreifen, nehme ich jetzt an.
Aber du hast mir eine Ultimate gegeben. Für umsonst. Auch nicht. Okay. Wenn du mir schon die Ultimate gibst, ne, dann setze ich halt auch ein, ne? Boom. Okay, keine Ahnung. Oder im nächsten Zug hier, ich weiß es nicht. Aber ja, wenn man zum ersten Mal immer gegen diese Bosse kämpft, dann sind die mal voll einfach. Weil die ein bisschen geskriptet sind. Aber ja, wenn man die da so einmal wöchentlich bekämpft, ist das wieder eine andere Geschichte. Ja, schwarzer Schwan. Da, guck mal, wie schnell die jetzt kaputt gehen. Nein, ich hoffe, Hertha. Die ist so gut wie tot. Warum heilt sie sich, wenn sie ihre Ultimate einsetzt? Was habe ich ja ausgerüstet? Ist das einer ihrer Eidolos oder ist das ihre Ausrüstung? Ich weiß es gar nicht. Weil sie heilt sich jedes Mal hoch, wenn sie ihre Ultimate einsetzt. Muss ich gut finde. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Dich. Gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt auch cool mit meinem Heiler hier. Okay, schwarzer Schwan. Das Streben nach Süßem. Was? So. Oh, wachen wir wieder auf? Ich glaube, wir wachen wieder auf, ne? Du warst doch dabei, oder? Ich habe dich in meinen Traum gesehen, Mädchen. hast du uns gerettet? Sind wir im Himmel? Bin ich noch am Leben? Ja, und ja. Oh Gott, ich werde sie nicht leiden können, sie spricht so langsam. Ja, diese typische langsam redende Mami-Stimme. Bei denen andere Leute normalerweise hier immer durchdrehen, ne? Diese Stimme. Glühwürmchen hat sie jetzt rausgeschafft. Ja, ich wollte schon sagen, sie hat mich beschützt, ne? Habe ich letztens wirklich vor dem. Also, der sieht irgendwie so aus nach Ende des Kapitels, so. So. Aber ich nehme an, das ist noch ein Kapitel oder so, ne? Ich weiß das gar nicht. Deswegen hänge ich so hinterher, ey. Alte Gegenstände. Musik. Nee, wir sind immer noch nicht fertig, anscheinend. Erwacht um Mitternacht. Na gut, stoße zur Besatzung. Na gut, wo sind denn die alle hin? Mein Gott, ich hatte den wildesten Traum aller Zeiten und mein Team war überhaupt nicht gut gegen diesen Boss. Das ist ganz schön ein langer Dialog. Wenn ich hier runtergehe, wird das alles abgebrochen. Pass auf. Also erwarten die von dem Spiel, dass man jetzt hier stehen bleibt und einfach mal kurz innehaltet? Da finde ich immer schwachsinnig. Na guck mal, wenn ich hier weitergelaufen wäre, hätten die den Dialog abgebrochen. Dann macht den Dialog doch nicht so lang. Ja, ne, die waren ja alle in einem anderen Traum. Wo wart ihr eigentlich die ganze Zeit, Mann?
Mann. Ach, dann Hang ist ja wieder im Zug geblieben, ne? Ihr kennt euch? Ihr tut da irgendwie jeden zweiten Planeten immer zu Hause bleiben. Und sowieso wahrscheinlich wieder noch dazu irgendwann. Erzählen, was du erlebt hast. Da war ein Funke und dann da war da ein Glühbirnchen, ein rot gekleidetes Mädchen. Hanabi, so heißt sie im Japanischen, glaube ich. Wir sehen sie nicht mehr. Oh. Für sie gibt es ja noch eine Companion Quest. Die muss ich auch erstmal machen, um am Event teilzunehmen. Ich weiß nicht, wie lange die dauern immer. Ich vergesse halt mal. Können wir auch machen. Steht sie irgendwie in Verbindung mit Silberwolf, hier diese Hackerin, Best Girl, schwarzer Schwan, Silberwolf, ne? Kommt sie auch für diesen Hackerplaneten? Ja, ist halt nochmal Punk Lorde, heißt das, glaube ich. Oder verwechselt da gerade mit One Piece. Das ist ja eine riesige Matrix. Da sind Vögel überall. Ohren, Fische, die Tiefsee. Ohren. Seid ihr auch vom Himmel geflogen und habt die Yamcha-Pose gemacht, als er am Boden lag? その景色と夢の中のピノコニーは全然似てないけど、ブラックスワンの言った無境とはよく似ていると思わない？確かに最初は気にしていなかったが、よくよく考えてみると、両者の共通点は多いようだ。それに常連客から聞いた話だと、夢に入って最初の駅はもともとホテルだったけど。 Zum Glück sind wir schon mal reingegangen vorher. Wir wissen von Sparkle, oder? Was hat ihr Fontaine? Da ist wird vom Wasser verschlucken. なるほど。これでファミリーの言葉の違和感にも説明がつく。もしこのニュースが外部に知れたら、宿泊客の実際の安全性がどうであれ、宴の星の評判は必然的に影響を受けることになる。 調和セレモニーが近づいている今、彼らはそれを隠すしかなかったんだ。宿泊客の安全、それすら保証できないかもしれない。彼の遭遇したモンスターが最高の証明じゃないかしら。
Aber wird Sparkle der Hauptbösewicht sein? Oh, geil. Oh, der Trailer von ihr ist so geil, ne? Tut sich die ganze Zeit selber erschießen. Oder Klone von sich selber erschießen. Spielt die ganze Zeit russisches Roulette im Trailer. Also so Madoka Magica Trip irgendwie im Trailer ist voll geil. What is Elation? Me, I am Elation. Während sie einen Klon irgendwie ihr eine Knarre gegeben hat und auf sich zielen lässt. Auf Stellaron? Gibt es hier einen Stellaron? Oder machen wir hier nicht. ガーデンを代表するものではないの。答えは簡単よ、姫子さん。私はただ交換をしたいだけ。記憶に関する交換をね。職務の他に私にも個人的に追求したい美学があるの。私はメモキーパーであると同時に Korrekt. Ist der irgendwo irgendjemand der Hauptbösewicht? こう言えば理解してもらえるかしら。そしてあなたたちは請求列車の7シビット。開拓の道を実践するもの。私はあなたたちの潜在能力と あなたたちがこの舞台で放つ唯一無二の輝きを信じているの。これが私が皆さんと友達になりたい理由よ。悪夢と美しい夢が交わる地、それこそが記憶のゆりかごにふさわしい。分かったわ。でもあんたに返答する前に こちらでいくつか話し合いたいことがあるの。構わないわ。好きにしてちょうだい。オッケー。あ、あ、さ。姫子。どう思う?彼女の話は信用できない。意図的に誘導しようとする要素が少なくなかったわ。最悪の可能性を心配してるの。もし本当に 無境の異変が存在していて、それが自然発生した。Lass mich raten, das ist dieser andere Typ hier, dieser Blonde, den wir am Anfang getroffen haben. Den traue ich überhaupt nicht. Der ist also was hier von allen an Schuld hier. Averino oder irgendwie, wie auch immer der nochmal hieß. Aber er hat schon die Lösung. 誰かが外部の勢力を引き入れファミリーに揺さぶりをかけピノコニーを掌握しようとしているか、あるいはファミリーが自分たちを守るため密かに外界に助けを求めざるを得なかったかだ。だが招待状の暗号文そしてファミリーの反応を見るに前者である可能性が高い。つまり7シビトの暗号文を発信した人物と 無境の異変の黒幕は同じ陣営。Ist das sowas von dieser eine blonde Kollege hier, ne? Wir haben schon von Anfang an nicht getroffen. Irgendjemand, den wir schon getroffen haben. Mitsuki-chan,落ち着いて。これはただの可能性よ。でもこの暗号文がただのいたずらじゃなくて 誰かが意図的に開拓者を招待したのであれば、私たちも放っておくことはできないわ。次は俺が発見したことについて話そう。残念ながら悪いね。なあ、まあ確かな筋からの情報によると、ピノコニーで銀色の鎧を着た。そういえば、ナウスコン。だから、あのトゥーピア、このリターン、リターンのショーナイドだ、英語で言うと、ビオヒマリーズン。 その結果これを手に入れた。ほら、送ったから開けてみてくれ。Du hast mir geschrieben? Silberwolf.
Best Girl. Sind sie so leise? Ich weiß sowieso nicht, was hier der Kafkas-Trupp hier mit uns vorhat. Der hat uns ja auch zu den letzten Planeten hingeschickt hier. Noch ein Bosskampf. Oh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist bestimmt dieser eine, der so aussieht wie ein Power Ranger, ne? Wir haben schon mal gesehen. Ein gentechnisch veränderter Krieger. Ja, der sieht aus wie so, der sieht aus wie hier. Wie heißt der nochmal? Genji von Overwatch. Erst treffen mal schwarzer Schwan und dann Silberwolf. Es könnte eine Falle der Stellaron-Jäger sein. Was, wenn wir entdeckt werden? Das werde ich sein. Ist eine Schatztruhe? Nee, ne? Charakter freigeschaltet. Ja, wäre schön, ne? Märzchen? Sag mal, so. Ich werde hier bleiben und nichts machen. Ich habe keinen Bock. Ich bin zu alt für sowas. Deine Gefühle interessieren mich nicht. Mich interessiert nur dein Körper. Einige Honkai Star Rail Spieler da draußen wahrscheinlich, ne? Okay. Na gut, dann gehen wir direkt wieder in die Badewanne rein. Weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ne? So. Na, willst du mit mir da reinsteigen? Silberwolfs Code eingeben. Kommen wir dann irgendwie zu so einem besonderen Ort, ne? Ins Traumbecken legen, alles klar. Dann kommen wir ja Silberwolf wieder ins Team nehmen, ne? Jetzt wo sie geht. Ich will mich ja immer so den Ereignissen anpassen, dir.
Okay, lass mich mal mein Team ändern. Nur für den Fall, dass wieder sehr was, etwas sehr Unschönes kommt hier. Ne? Wir machen Silberwolfe rein diesmal. Und ja, mal klar. Und wen hatten wir noch nicht hier? Eigentlich schon alle, ne? Immer die, wie soll ich denn dann hier hochbuffen? Klar, ne? Mit Sparkle. Silberwolf tut die Schwächen, Bairo zu teilen, alles klar. Okay. Oh, ist er der neu? Da war zum Einsammeln. Aber lass mich rein, das ist bestimmt ein Sticker von ihr, ne? Keine Beschwerden. Also vielleicht ein bisschen schneller reden. Wollte gar nicht schon bei Mercedes in Fire Emblem Free Houses nicht leiden. Die hat so langsam da und geredet. Ey. Und die ist, die ganzen Dialoge sind schon so lang gewesen da. Du musst nicht immer so flirtmäßig klingen, ne? Du kannst auch einfach mal normal reden. So, alles klar, wir gehen da hin. Nein, okay, lass uns jetzt da hingehen. Können wir endlich mal Leute hier sehen? Zimmer der Traumlandschaft. Das ist ja ein neues Gebiet. Das ist ein neues Gebiet hier. Oh. Stimmt, das Gebiet, das mir noch fehlte. Was? Fehler. Zerren. Piep, nicht bewegen. Ich überlege, wie man dieses Design verbessern kann. Die Ofenform ist zu banal. Es sollte ein bisschen dekorativer sein. Piep. Moment, vielleicht ist diese aktuelle Vision doch nicht ganz gut. Aber ich finde immer noch. Wow. Oder mein Aufnahmeding gerade wieder angehalten kurz. Egal, ich muss erst. Erst Lady Vermilion. Oh, ich habe noch Auto-Dings angehabt. Was soll's. Okay. Okay. So, warte mal hier alles. Sicherheitszone verlassen. Oh. Also der Gegner. Truhe. Yay. So, Wale. Blauwale, ich liebe es. Haben wir auch im Zug hängen, ne? So, laut deiner Erinnerung ist dieses Zimmer vom 7. März. Wenn nicht so mal was passiert, wird sie hier erwachen. 7. März, bist du da? Du klopfst, aber es kommt keine Antwort. Bist du da drin? Wir müssen gleich aufbrechen. Du klopfst noch einmal, aber es kommt keine Antwort. März, ich bin's, Daniro. Du klopfst fester, aber es kommt immer noch keine Antwort. Das ist nicht ihr Zimmer. Hast du ihr nicht gerade geholfen aufzuwachen? Hast du mir nicht gerade gesagt, ja, ich habe die hier rausgeleitet oder so? Oh Mann. Erwacht um Mitternacht. So. Traumblase. Als du die Erinnerungsblasen berührst, wirst du von einem heftigen, unerklärlichen Gefühl erdrückt. Bildfetzen blitzen an dir vorüber. Du siehst Abschiede, hörst Weinen und schmeckst eine salzige Flüssigkeit in deinen Mundwinkel. Als du dich von diesem Gefühl erholst, hat eine einzelne Träne die Seite deines Ohrs erreicht. Trauerzahnrad. Warte mal. Kann ich jetzt das hier machen? Ah, jetzt kann ich das machen. Ah, ich muss gar nicht das gesamte Kapitel abschließen. Alles klar. Was ist mit
hier Dingen. Die Form, wer ist der Mörder? Hm. Da wacht um Mitternacht. Ja, dann muss ich erstmal hier weitermachen. Okay. Hanos Gefängnisausbruch. Nein, das ist dieses eine Event. Warte mal, muss ich nicht für ein Event irgendwie erstmal Sparkles Dings machen? Ja, da ist das, was hier in 2 Tagen abläuft. Da kann ich ja gleich machen. Ne? Gleich. Nächste Mal, keine Ahnung. Das hier muss ich erstmal machen. Wer ist der Mörder? Ach ja, in Englisch heißt das Who's Done It? Who Done It? Ne, Who Done It? Hieß das. So, ich tu mal hier das aktivieren. Schau mal, schau mal. Gegner. Oh, da ist schon wieder. Nee, die aussieht wie Raiden Shogun aus Genshin. Ihr kennt euch? Da liegt wieder ein Buch. Oder fliegt ein Buch. Okay, ich dachte, die waren freundlich gesinnt. Ich glaube, sie ist in der nächsten Gacha, Atron, ne? Ich kann ja versuchen, für sie zu pullen, aber selbst wenn ich sie... Schwarzer Schwarm wird dich in den nächsten Abschnitt der Reise im Kampf unterstützen. Sehr gerne. Sind die alle gut gelaunt? Ja. Das war von Maclara hoch, ne? Das. Nein, jetzt hat er ihn wieder umgedreht. Wie kannst du es wagen? Konter. Okay, da macht die Kämpfe schon ein bisschen einfach jetzt. Mit der schwarze Schwan hier auf unserer Seite. Schon wieder roter Text. Was bedeutet dieser rote Text? Wir haben es noch nicht herausgefunden. Sie hat es auch gecheckt. Und gegenüber mir? Ja, die habe ich nichts vorgelogen, nur den Idioten hier vor mir. Atron schließt sich der Gruppe an. Wenn es doch nur so wäre, ne? Haben wir überhaupt irgendjemanden schon von der Familie getroffen? Ich höre die immer nur so. Im Hintergrund so, ah, die sind hier. Die schauen uns, die gucken uns. Die beobachten uns, wollte ich sagen. So. Was meinst du? Nein, auf keinen Fall. Dann wird sowieso keinen Einfluss haben. Mehr Leute schaden nie. Ja, ich tue mir mal so ein bisschen Roleplaying hier mit meinem Hauptcharakter. Auch Kafka, immer wenn ich mit der interagiere, ne? Die hat uns ja erschaffen, mehr oder weniger, ne? Und ich wollte eigentlich das Ding da. Also nicht diesen Bonnern, ne? Ja, fühlst du eine Welle der Benommenheit? Eine riesige Traumblase scheint Augen und Hände gewaschen zu sein. Traumgast, trink mich! Trink mich! Sie zeigt auf ihren eigenen blubbernden Körper, womit sie dich herzlich einladen zu laden scheint. Na, falscher Knopf. Ah. Verloren. Ja, Kafka hat ja auch hier hin und wieder mal so Interaktion immer mit dem Hauptcharakter, tut den manchmal irgendwie so Nachrichten schicken, ne?
und ich, keine Ahnung, es ist ja eigentlich irgendwie klar, dass man ein bisschen misstrauisch gegenüber ihr sein sollte, weil sie ist ein gesuchter Verbrecher, ne? Aber jedes Mal, wenn sie, okay, da mache ich gleich, jedes Mal, wenn sie irgendwie mit meinem Hauptcharakter interagiert, tue ich immer so, weil ich ihr voll blind vertrauen. Ich tue mir voll den naiven Shonen Charakter irgendwie spielen. Ja, keine Ahnung, ich tue halt immer so ein bisschen Roleplayen, weiß ich nicht. Weil es gibt auch manchmal irgendwie so Interaktionen mit ihr, so, ja, ich traue dir nicht oder was du auch sagst, ich glaube dir nicht oder irgendwie sowas, ne? Aber ja. Ich nehme an, dann sagt mir einfach nur, ich kann da nicht hin, ne? Ah, okay, dann nehme ich mal, der andere sagt dann auch. Trink mich, niemals. So. Oh, du bist wieder so ein Puzzle. Ja, mach ich offscreen. Ich werde vorankommen hier mal. Ich werde das Zeug alles offscreen einsammeln, keine Sorge. Rip. Wop. Zum ersten Mal in einem Traum. Ich gehe gleich an die Decke. Sie ist echt lustig auf Partys. Bestimmt, ne? Wie können wir an die Decke gehen, wenn wir schon an der Decke sind? Aua. Du hast eine Truhe oben links, habe ich gesehen. So, sind ja neue Gegner, aber sonst habe ich keinen Bock, mich mit denen zu kloppen. Aber die Ballons werde ich kaputt machen, auch wenn sie mir nur irgendwie 25 Credits geben, was nichts ist. Wow. Da wollte er auf mich schießen. So, gibt es ja irgendwelche Gegner, die ich nur erledigen muss? Gesellschaft und Wirtschaft. Oh, da habe ich was erledigt. Zerstöre 3 zerstörbare Objekte in Hotel Reverie, Traumlandschaft. Warte mal, hier noch Stellenausschreibung. Schließe in der Hotel Reverie, Traumlandschaft einmal Höhle der Korrosion, Pfad des Traumtauchens ab. Ist das? Oh, da muss ich noch freischalten. Ja, das ist so ein Kallax. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das sind diese Dinger, wo man ja so grinden kann, ja, ne? So, ich weiß nicht genau, was das ist, aber da muss man irgendwie Multiplayer machen. Ja, gut ist, wenn man immer was abschließt hier, dann wird das immer ganz nach unten hier so angeordnet. Und die Übersicht ein bisschen. Das hier werde ich offscreen machen. Figurenauswahl. Was? Ja, der seichten Träumchen. Ah, ich kann mir noch einen Charakter aussuchen. Ja, nämlich Gönner finden. Cool, wenn ich die Quest abschließe, kann ich mir einen 4-Sterne-Charakter aussuchen. Oh, ich habe alle die Charaktere schon. Ich würde dann Knife nehmen, weil ich sie ist die einzige Charakter, den ich benutze. Ihn habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal. Yukong habe ich auch mal eine kurze Zeit benutzt, aber so habe ich nicht hier schon ein paar davon gemacht. Oh Gott. Aber werde ich auch screen machen, das ist so ein Event hier. Ne? Ich dachte erst, wir müssten ja Sparkles Mission machen, aber anscheinend nicht. So, achso, ich muss jetzt wieder so ein Ding hier finden, ne? Oh, da ist eins. Na. So. Ah, das ist doch cool. Die Gegner sehen mich nicht. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Aber das konnten wir doch schon vorher. Ich stecke fest. Aua. Ich mich da nicht bewegen, Mann. Ah. Der Angriff. So, wen mache ich als erstes kalt? Dich. Oh, wow. Bonk. Feuer frei. Boah, keine Ultimates, ne? So, hilf mir mal.
Okay. Ich hab grad Lust gegen die. Ja, ich häng da voll fest, Mann. Das ist eine Truhe. Was gibt's denn noch hier? Ich habe keine Ladung mehr, um so eine Brücke zu erstellen. Ja, die haben wir alle schon gesehen. Ich muss nicht mehr gegen euch kämpfen. So, da habe ich gesehen, kann man noch hin. Von wo bin ich? Da bin ich nicht. Oh, da ist schon wieder eine Truhe. Aber die sind da so ein Gegner. Ne, tut mir leid. Obwohl, ich habe ja sie als Unterstützung jetzt hier dabei, ne? So, Feuer frei. Dösch. Wir haben ja auch schwarzer Schwan auf unserer Seite, ne? So, eine Sekunde. Clara, weinen bitte. So. Oh. Und ihr Ding ist, sie kann kontern, ne? Weiß nicht, ob wir Clara schon mal hatten hier. So, du kommst als nächstes dran, oder? Ja. Dann buffen wir mal sie hoch, ne? Ich will erstmal eine Schwäche eben packen. So, mein Gott, die Ultimate schon wieder fertig. So, dich tun wir erstmal schwächen. Dann tun wir deine Abwehr reduzieren. Dann tun wir weinen. Dann tun wir unsere Fähigkeitspunkte hochladen. Von alles allen. So, dich kann ich leider nicht. Ich muss dich mal heilen. Einfach nur so zur Sicherheit. So. Oh, wie kannst du es wagen? Dösch. Erscheint da gerade süßer Affe? So. Na gut, jetzt jedes Mal, wenn die angreifen, dann werden die gekontert von ihr. Dösch. Dösch. So. Komme ich nochmal dazu, dich? Wo bist du auf der Linie? Da. Ich muss dich gleich mit Dings angreifen. Ich würde gerne einen von euch hier mal kaputt hauen, aber ich weiß nicht, ob der direkt schon dann wieder. So, machen wir den ja. Ich glaube, das wird ja. Ja. Ich glaube, das wird die Kämpfe sehr viel einfacher machen, ne? Mit schwarzer Schwan, ja. Ja, guck dich deine an. Ich glaube, ich sollte halt sogar. So, ich muss dich angreifen, damit du ja mich heilst. Ah. Okay, dann macht die Kämpfe ein bisschen einfacher hier. Ja, ich glaube, ich sollte ja so viele Gegner wie möglich erledigen, wo ich sie bei mir habe. Kostbarer Schatz. Was ist das denn? Oh, er hat vier Dinger. Erhöht Brucheffekt um 16%. Das ist ein neues Artefakt. Das behalte ich mal. LP ist ein Kopfteil. Weil sonst ist LP ein bisschen doof. Egal. Ja, ich glaube, ich sollte so viele Kämpfe ja wie möglich machen, solange ich schwarzer Schwan an meiner Seite habe, weil die macht irgendwie die Kämpfe sehr viel einfacher. Und er fragt nicht, warum Clara barfuß ist. Wir wissen das nicht. Sie ist auf dem Schnee, sie lebt auf dem Schneeplaneten auch noch. Ne, das ist. Mir tut das echt mal echt in die Seele weh, wenn ich immer sehe, wenn sie irgendwie durch den Schnee läuft, wenn sie barfuß rumläuft. Wird mir irgendwie schwindelig, wenn ich das schon sehe. Ah, wie finden wir wieder raus? Hier sind die Straßen an einem Moment an der Wand und am nächsten war mein Kopf. Ist das so verwirrend? Piep! Kannst du denn nicht fliegen? Ich werde gleich ohnmächtig. Hast du dich auch verirrt, Piep? Da kann man nichts machen. Menschen können schließlich nicht fliegen. Ich kann aber fliegen. Oh ja! Ich muss zum Mammutbaum zurückkehren und Lady Vermilion dazu bringen, diese Route neu zu gestalten. Piep. Peace. Was ist, wenn die anstatt Piep die ganze Zeit Peace sagen? Hm.
Irgendwie tut sie nur als offensichtlich selber ihr sagen. Oh, danke schön. So, wo ist die Truhe? Ich habe keine Truhe gesehen. Da. Jetzt einfach auf der anderen Seite. Boom. Warte. Nein, geh weg. Lass mich aber. Irgendwie sieht Clara oben so ein bisschen aus wie hier von der Fate-Serie. Da gibt es auch so ein Mädchen, ne? Die irgendwie so aussieht wie sie, ne? Ich glaube, da von ihr wurde sie irgendwie inspiriert oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ilya heißt sie, ne? Eine von ihnen heißt, glaube ich, Kuro, aber das war sie nicht, ne? Das war diese dunkelhäutigere, glaube ich, ne? So, perfekt. Wow. Kann ich ja durch. Ja. Wow. Okay. Höhe der Korrosion. Pfad des Traumtauchens. Das ist irgendwie für Materialien oder irgendwie sowas, ne? Was ist das hier? Ne, das ist irgendwie Materialien. Ne, das ist für Artefakte. Für Relikte meine ich. Ja, da mache ich irgendwann mal. Aber jetzt nicht. Da brauche ich halt. Da ist ein Anker wieder. Kann ich einfach so tun, die sich immer. Sobald ich mich den näher irgendwie ja nur. Oder kann man irgendwie da durchgehen, während. Weil ich glaube, die tun sich immer wieder aufbauen, wenn ich da in der Nähe hingehe. So. Hier war noch ein Raum. Was zum. Weißt du was? Hier. Dusch. Solange ich schwarzer Schwan noch meine Seite habe, ne? Mach ich dich fertig. Boom. Kannst du es wagen? Oh Mann. Ich habe nichts, um den zu brechen, glaube ich. Aber. Wen nehmen wir denn? Boah, eigentlich gar niemanden hochspulen. Mach mal. So, ich brauche meinen Heiler. Ah, ich glaube, das war doof. Dann machen wir den ja. Nur mal kurz einen Prozess hier, ne? So. Ja, jetzt kann ich aber nicht eine Schwäche irgendwo hinpacken. Bonk, bonk, bonk. Das war nicht gut. Das war nicht genug. Einmal Konter. Tisch. Alter! Einmal heil! Einmal alle heilen. Danke. So, dir muss ich eine reinhauen. Ich hau dir eine rein. Und ganz toll ich. So, eine Schwäche bitte. Alles klar. Verteidigung runter. Bonk. So, wenn ich das ja mache, obwohl ich lieber heilen, ne? Werf mal lieber nicht an. So, da ist er weg. Immer hier. Wieder das Ding. Boom. Ja. Den krieg ich aber nie im Leben runtergeboxt. Vor der sein ultimativen Ding einsetzen, was da immer ist. Der lädt sich irgendwie so auf. Ich weiß das nicht. Okay, das ist ein bisschen gefährlich gerade. Kann ich dich noch mal? Ja, danke. Nein, das war blöd. Weiß ich nicht. Ja, damit kann sie heilen. Aber selber war ich so gut wie tot. Boom. Komm schon, Quanton. Mach mal nicht kaputt.
So kurz davor. Ich glaube nicht, dass hier genug Schaden macht. Ne. Oh, sehr gut. Die Karte, die Karte. So. Oh, schöner Mantel. Okay, wap. Ja, oh, ich dachte, da wäre so ein Ding. Leute sagen, Bücher seien das physische Medium der Erinnerung, aber mit dem Traumplatz und Kultur sind diese Bücher erinnern recht kümmerlich aus. Jetzt aber bestimmt noch, ja, ich wusste, er ist jetzt irgendwo so ein Vogel. Mitten ins Loch. Hey. Hey. Eingelocht. Und zwar face raus. Piep, Ratten, ich kann nicht glauben, dass ich von euch erwischt wurde. Ich glaube, das ist komisch übersetzt. Auf Englisch wird er wahrscheinlich sagen Rats. Ne? Auf Deutsch hört sich das komisch an. Das gilt nicht, Piep. Noch einmal, Piep. Warte mal, ich muss zurück zum Mammutbaum. Ich werde dich das nächste Mal besiegen, Piep. Peace. Ja, auf Englisch hätte er, glaube ich, gesagt Rats. You just got me. 33 Schatztruhen? What? Ja, auf Deutsch macht das nicht so Sinn, ne? So, auf die Gefahr hin, dass gib mir mal Boom. So, auf die Gefahr hin, dass jetzt eine unglaublich lange Cutscene kommt, gehe ich aber trotzdem mal hier hin, weil hier ist ein Teleportpunkt. Boom. Oder auch nicht, das ist ein Dings, alles klar. Hm. Okay. So, sie ist aber übrigens, glaube ich, sie ist, glaube ich, älter als sie aussieht irgendwie, weil nicht, sie ist irgendwie so eine Drachenälteste. Deswegen, ja, ist ja komisch, diese Animation. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute in dieser Folge. Ne? Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt so in dieser Story. Ne? Anscheinend kann ich hier eins dieser Events hier machen. Hanus Gefängnisausbruch. Ich nehme an, das hat irgendwie was mit diesem Minispiel auf sich, ne? Wo man hier irgendwie hier mit diesen Grundtypen hier die ganze Zeit rumspielen kann. Da werde ich auf jeden Fall Offscreen machen. Erst recht, wenn es dafür einen gratis Charakter gibt, ne? Also ja, cool. Das muss ich außerdem noch schnell wie möglich machen, ne? Damit ich die Sachen hier alle bekomme, ne? Da wird ja wohl nicht so lange dauern, ne? Events dauern normalerweise nicht so lange, die Minispiele oder was auch immer man macht. Und jetzt das mit dem Ding hier, was ich gerade gefunden habe, da werde ich mal Offscreen machen, ne? Deswegen habe ich aber die ganze Zeit hier so schnell gemacht, ne? Damit ich hier mal die ganzen Events mal machen kann, ne? Wer ist der Mörder? Hm. Ich weiß noch nicht, was das jetzt. Niemand hat irgendwas hier mit zu tun. Ne? Setzt die Trailblazer-Mission fort, um die. Blablabla. Okay, ich dachte erst, das ist die Companion-Mission, die ich machen müsste. Also das hier. Aber nee, die muss ich freischalten, um. Wer ist der Mörder? Muss ich machen, um diese hier freizuschalten. So, ich habe verstanden. So, wer ist das hier? Oh, nee, das ist das hier wieder, ne? Gut. Oh, ich würde sagen, für heute war es das, ne? Weiß nicht, wann das hier hochgeladen wird, ne? Ich nehme an, einmal an so einem Samstag und Sonntag, ne? Den 23. 24. müsste das sein. Werde ich die Sachen vielleicht hochladen, ne? Und keine Ahnung. Star Wars ist ja auch so irgendwie fast fertig, ne? Da brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel. Das heißt, da werde ich dann so ein bisschen Leerlauf haben, ne? Da möchte ich dann irgendwann das hier mal so reinpacken. Irgendwann. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann wird das schon, ne? Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr ja, hinterlässt doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.